Hallo meine Lieben, ja, heute wollte ich euch die Kleinen wieder zeigen von unserer Hündin Rintintin. Sie sind jetzt 13 Tage alt und alle 6 Welpen sind wohlauf. Und man sieht, dass sie richtig gut genährt sind, weil die Kleinen haben die Äugelchen noch nicht offen. Und das ist so ein gutes Zeichen für mich immer, dass die Kleinen richtig satt und zufrieden sind, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass hungrige, quengelige kleine Hundebabys oft schneller die Augen aufmachen. Ja, der Kleinste, der ist da hinten bei seiner Mama. Ach Gott, wie süß der da rumkullert. Oh, so goldig. Einfach nur niedlich anzusehen, diese kleinen Mäuse. Ja, das links in der Ecke, das ist der Orange-Säbel mit weiß gescheckte Rüde. Schön zu erkennen an der großen weißen Blässe. Dann in der Mitte das lila kmerlfarbene Mädchen mit den Ten Markings. Die kommen immer mehr raus, die sieht man immer schöner. Ja, dann der lila kmerlfarbene Bub und der schokobraune. Oh. Also Rintintin, mit Erziehungsversuchen brauchst du bei 13 Tagen noch nicht anzufangen. Die haben mit der Knabberstange noch nichts am Hut. Ja, aber die Mutterhündinnen fangen da wirklich so früh damit schon an. Also das ist wirklich nicht ungewöhnlich, wobei ich wirklich zu bezweifeln wage, dass Hündinnen in dem Alter, Welpen in dem Alter, das schon realisieren, dass sie jetzt da schon erzogen und gemaßregelt werden. Aber die Hündinnen machen das generell. Also wenn die sehr, sehr futterneidisch sind, dann kann man das wirklich auch nicht machen, dass man den Welpen, den Hündinnen was zu knabbern gibt, weil ich da wirklich Angst hätte auch, dass eine Hündin vielleicht nach ihrem Welpen schnappen tut. Bei der Rintintin weiß ich, dass es nicht der Fall ist, aber bei der sehr verfressenen Hündin wäre ich da schon vorsichtig. Ja, und das hier in der Ecke ist das Orange-Säbel mit weiß gescheckte Mädchen. Da sieht man auch schon immer mehr, dass dieses Orange durchkommt. Ja, und draußen tut sich irgendwas. Da muss man natürlich mal einen kurzen Blick durch die Hundeluke nach draußen werfen. Und jetzt willst du in deinem schönen Nest deine Knabbersachen vergraben. Du Nudel, hast gar keinen Hunger, gell? Och, so niedlich. Da könnten wir doch stundenlang dabei sitzen und nur zugucken. Unser kleines Schwarznäschen. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du suchen tust, dann musst du unten bei deiner Mami suchen, nicht am Pfötchen von deinem Brüderlein. Aber daran sieht man auch, dass der gar keinen richtigen Hunger hat, sondern einfach nur auf Kuschelkurs ist. Der kleine Bub. Das war's dann wieder für heute aus der Wurfkiste von unserer Rintintin. Alles Gute, bis dann, tschüss.